Moin, moin, liebe Zockerfreunde und ein herzliches Ho, ho, ho zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Feliz Navidad. Und man hört es, meine Stimme ist wieder etwas kräftiger, deutlicher, nicht mehr so anders. So, wir machen... Hast du den Frosch endlich rausgeschmissen? Ja, ich habe ihn den Teich ausgelassen. So, wir machen weiter mit der Weihnachtsstaffel hier und zwar haben wir uns jetzt vorgenommen, wir haben in der letzten Aufnahmesession am Ende so viele Probleme gehabt, aber das war die Fähre. Wir hatten hier die Fähre gekauft und die Fähre hat uns den ganzen Spielstand so ein bisschen ins Stocken gebracht. Deswegen hatten wir diese Woche auch nur 3 Folgen. Wir hatten eigentlich mehr geplant, aber es hat nicht sein sollen. Heute wollen wir... Hast du wieder bei so einem chinesischen Anbieter gekauft? Ja, genau. Nicht die deutsche Markenware, ich wusste es doch. Heute haben wir die Kakaoherstellung im Fokus. Und zwar wollen wir jetzt mit dem Schiff von der Kakaoplantage hier über den wunderschönen schönen Schokofluss bis runter zur Kakaoherstellung in Himmelfort. Dann fahren wir natürlich noch die Milch rüber aus Sonnenfeld. Das wird alles so ein bisschen speziell, nichts Alltypisches. Es muss nicht kurz, es muss nicht schnell, es muss nicht effektiv sein, es muss nur ankommen. Also vom Flughafen, okay. Das wäre jetzt ein bisschen weit. Ich glaube, das Flugzeug wird länger starten und landen, als es in der Luft wäre. Aber okay, kann man so machen, ja. So, wir fangen ganz einfach mit dem Hafen an. Da brauchen wir einen Güterhafen. Ein Güterhafen in groß, 2 Terminals, weil wir sind hier eh am Ende der, obwohl wir könnten eigentlich 1 machen und dann erweitern wir, oder? Ja, ja, würde ich sagen, dass man so ein dann bisschen länglich werden. Dann haben wir diesen flachen Anleger, ne? Mhm. Nicht so dieses, falls mal Durchgangsschiffe kommen, hier irgendwo. Du möchtest einfach nur mehr Navigationsraum haben für deine Kapitäne, ich habe es verstanden. Also Gebäudekapazität noch verdoppeln, Manu. Ja, musst bitte. Du auch sagen. So. Hier haben wir jetzt einen wunderschönen Hafen. Den können wir auch gleich mal konfigurieren und erweitern. Güter. Zack. Ne, so, genau. Und so. Guck mal, dann würden wir schon außerhalb von der Karte. Das möchten wir ja nicht. Nee, dass da hinten einer dann einen auf Bermuda-Dreieck macht. So, Anlegestellen haben wir auch schon gebastelt. Das heißt, hier haben wir jetzt schön Kapazität. Was sagen die Terminals? 336. Wunderbar. Okay, wir machen jetzt hier nochmal natürlich einen Straßenanschluss hin. Ja, nachdem du jetzt mal schon die Hälfte der Wand weggesprengt hast. Stärke bitte. Dann wird wieder viel Spaß haben, solche irgendwo auf der Karte unterzukriegen. Der Benny, ne? Oh. Sagen so eine schöne schräge Straße. Ja. Den Buckel hoch mit einer Serpentine sein muss. Okay, so, wir müssen ja hier unten wahrscheinlich anliefern. Gehe ich zumindest ganz stark von aus. Ich kann das euch noch nicht sagen. Wir müssen gucken, wie das Ganze läuft. Erstmal machen wir jetzt hier einen einfachen Straßenanschluss hin. Obwohl, Sandstraße, ne, oder? 40. Hier haben wir noch eine, die 60 schafft. Aber das ist die mit so einem Asphalt in der Mitte. Wenn wir jetzt die hier nehmen, das ist ja eine reine Sandstraße. Dann nehmen wir die, oder? Oh, kann man nehmen. Die Schiffe fahren auch nicht schnell, also die kriegen wir locker beladen mit der Straße. So, dann gehen wir hier nämlich schon leichten hoch. Schütten wir also natürlich auf. War das im vollen Zustand fahren sie eh bergab. Genau. Da rocken sie die Straße runter. So, und
Und jetzt machen wir hier schon mal aufschütten. Und gerade. So dass wir hier rumkommen. Okay. Kann auch ein Terminal irgendwo dahin bauen. Hier hinten noch ein Terminal dran wäre natürlich ein Träumchen. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Schönes großes Ladeterminal. Eine Seite, ne? Ja, dass sie ne, dass sie drauf fahren. Land alt. Boah. So. Das Ding. Meter lang machen, das ist doch super. Am besten noch ein paar Gebäude an der Rand machen. Schön an der Klippe stehen. Konfigurieren. Güter und Gebäude. Okay, passt. Passt. Groß? Passt auch. Dann nehmen wir groß. Hier hinten noch einen großen. Hier auch noch. Nee. Da dann noch einen kleinen. Ja. Das sieht gut aus. Boah. Oh. Das jetzt hier so einsteigen ist. Und hinsetzen, bitte. Nächster Halt, Kantopolis. Krieg ich nicht runter. Wahrscheinlich wegen den Dings. Also. Wegen dem Terminal. Weil das eigentlich bis dahin aufschütten würde. Aber was ist denn so? Ich finde es jetzt auch nicht unhübsch oder so. Es ist okay. Ja, da fallen sie da wenigstens nicht ins Wasser. Ja. Ist klar. So, hier unten müssen wir abladen, ne? Dein Lenker hinten auf der Stelle vorher. Boah, soll ich dir mal was sagen? Ich sehe schon, ja. Du siehst es schon? Nein. Ich wusste. Klappt. Klappt, ja. Schön, nein. Aber das klappt. Ey, bauen solltest du. Ja, nämlich eiskalt so. Ja, muss auf der anderen Seite noch anklemmen. Sehr hübsch. Ja, kannst du rechts hinfahren, hinten rum und abladen direkt vor der Hütte. Genau, so ist der Plan. Das sieht ja mal richtig gut aus. So. Jetzt brauchst du oben nur eine Straßenverbindung, dass die Pferde kurz schon rankommen. Ah, ja. Stimmt. Also könnte ich ja den Schotterweg hier, den ich hier gemalt habe. Ne? Könntest du ja mal so als Basis nehmen. Da lang zaubern. Ah, warte mal, ich glaube, wir müssen weiter hier oben anfangen. Hast du da nachher unten solche Wellen drin? Aber wir können ja auch noch nachmalen. So ist es ja nicht. Malen. Das war ja Dreck. Klare Struktur, kleine.
Nö. Dann. So, dann hätten wir das ja auch schon. Das heißt, wir könnten jetzt schon mal die LKWs hier hinschicken, ne? Schon mal zwei Linien. Wir könnten schon mal zwei Linien machen. Eine. Die Schiffslinie ist noch nicht fertig. Immer diese Details. Gütertag, was ist denn das? Kakaoplantage oder was? Ja, ja. War das Kakao Bohnentransfer. Kakao Bohnentransferfahrzeuge. Nein, mal Spaß. Okay, so, das hätten wir. Das heißt, wir fahren einmal hier oben hin und fahren einmal hier runter. Boah, das nimmt er sogar genauso, wie wir das haben wollen. Weißt du, was wir schon mal ausprobieren könnten? Noch was dran bauen? Noch einen zweiten Steig probieren? Ne? It works. Okay. Ja, so muss das. Ja. Okay. Kann man nämlich auch gleich oben noch einen zweiten Steig auswählen. Genau. Seifen. Kriegt noch den zweiten. Okay. Seifen, Kakao-Plantage. Kakao-Plantage. Und Blumenstraße ist dann Kakao-Hafen. Kakao-Hafen oder Handel? Hafen. 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 Nehmen wir den Seifenhafen auch gleich. Also, warum ich jetzt lache, liebe YouTube-Zuschauer. Unser Twitch-Chat bezichtigt jetzt schon uns als Cheater und wir verbrennt ihn Hexerei-mäßig. Eieiei. Ja, weil das alles so genau passt. Ja. Es ist wieder, ja, verhext. Also, es ist wirklich verhext. So, dann schnappen wir uns mal ein paar Fahrzeuge. Was nehmen wir denn? Cargo. Da hätten wir die alten. Wir können natürlich, weil die Straße fährt ja nur 40. Könnten wir natürlich schnellere Fahrzeuge nehmen. Ich finde jetzt die Blitz gar nicht mal so schlecht dafür. Können wir damit. Kohle, ne? Kohle haben wir nicht. Alle Güter. Bringt uns auch nichts. Damit könnten wir nachher die Milch fahren. Was ist denn mit den Amerikanern da weiter unten? Die noch Studios, noch? Oder? Vegas. Können wir nehmen. Ja, da hat auch Dreiachsantrieb, ist auch wichtig da bei dem, bei der Steigung. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal 10. Die können sich da schon mal ein bisschen einfuchsen. Ja, genau. Die malen wir in braun. Ne, dunkleres Braun. Und dann gehen die auf die Kakaoplantage. Ja, das ist ein hübsches. Das ist Schokobraun. Wie war das? Schokoladenmuseum. Ja. Wir wissen ja, wie Kakao ausschaut. Okay, so, wir haben hier unten, bauen wir jetzt auch noch sowas hin. Wir müssen ja natürlich gucken, wir haben ja hier schon den Schienenstrang gelegt, mit dem wollen wir irgendwann hier hinten durch. Das heißt, da müssen wir gucken. Das heißt, wir sollten hier in dem Bereich den Hafen hinsetzen. Hafen. Großes, ein Terminal. Was anderes werden wir hier nicht anliefern. Oh, guck mal, könnte man schon fast einen Tunnel drunter durchbauen. Ja, könnte man durch. Ja, Ich ziehe noch ein Stückchen vor, ein bisschen. So. Wunderbar. Auch hier werden wir gleich ausbauen, das Ganze auf 3 Anleger. Inklusive Stellen dazu. Dann können wir da nämlich auch schon mal eine Linie draus machen. Hübsche Linienfarbe. Was Güterschiff oder Schiffslinie? SL, ne? Wie immer. SL Kakao Dampfer.
Der verdammt nämlich unterwegs schon. Nein, macht er nicht. Also, er rüstet schon im Kessel. Ja, kann, ja. Oh, das ist eine geile Idee. Warte mal. Umbenennen. Entschuldigung, das ist eine gute Idee. Kakaoröster. So. Kakaohafen, Hafen, Himmelport, Fort, Hafen. Den wollen wir nochmal umbenennen. Himmelport, Kakaohafen. Hafen. So, die Linie können wir jetzt schon mal fertigstellen. Das haben wir ja schon gemacht. Da können wir alternativ 2 und 3. Da können wir alternativ 2 und 3. Und dann kaufen wir uns mal so einen Dampfer. Klondike willst du gleich? Ja, so eine Runner Castle wäre natürlich zeitgemäß, würde ich sagen. Boah. Mit 100 ist es auch okay. Und die wäre dann nachher schneller und leistungsstärker und könnte mehr mitnehmen. Also wäre das dann nachher so ein Update, denke ich mal. Dann schmeißen wir da drauf 8 Schiffe. Ja, schon. Ich denke auch. Bei 25 km/h sind sie nicht zu schnell. Die sollten wir aber auch dann. Ich hab's versucht. Ich glaube aber nur die Schornsteine sind braun geworden. Lass es uns mal angucken. Natürlich, die hinterste fährt zuerst. Ja, sowieso. Da ist doch einiges braun dran. Wir können jetzt nochmal gucken, Farbe. Also ich würde so ein goldenes Gold haben. Ne, der macht nur einen Schornstein. Also den Schornstein kann ich dir gerne in Gold machen. Die Luftputzen vorne werden auch ein bisschen gefärbt, habe ich gesehen. Ja. Fahrzeuge verwalten. Also in so ein Gold, sagst du? Es bringt ja Geld. Wir kriegen gerade den Hinweis, es könnte zu Verkehrsunfällen auf dem Wasser führen. Könnte ja, aber dafür haben wir diesen Querfährverkehr. Ja, aber wenn du dann keine Anlegestelle mehr hast, weil der Frachter da reingebrettert ist, sollten wir uns mal die Schisslinie nachjustieren müssen. Ja, ist eng. Ist sportlich, sag ich mal so. Weil wenn das Schiff da dran liegt, eigentlich nicht. Also ich würde jetzt nicht mit Wegpunkten anfangen zu arbeiten. Hier kreuzen sie sich einmal, aber das ist jetzt auch kein Drama. Ja gut, dann muss ich ausholen, damit er. Er hat ja kein Bugschrauber. So, dann müsste jetzt ja schon der erste Kakao hier. Ach nee, kann noch nicht. Ne? Weil wir sind ja noch gar nicht hier bis hier oben hingefahren. Nee, wir haben noch keine Verbindung. Das ist jetzt die Frage, wenn du da jetzt so einen Tunnel durchplanst. Ja, warte mal. Ich mache jetzt erstmal hier eine plane Fläche. Ja, wir müssten ja dann theoretisch hier auch ein Lager hinstellen. Lager? Ja, wenn wir nicht direkt bis hochkommen, müssen wir ja hier abholen. Das stimmt. Ja, jetzt erst die Frage, kommen wir da irgendwie durch, dass die Strecke kurz genug ist? Erstmal bauen wir jetzt hier eine Straße lang. Und dann probieren wir die Straße mal. Was soll ich sagen? Schade, dass er da so unter Weckhöhe höhlt. Warte. Wenn wir jetzt erst den Tunnel bauen. So, ja, weiter vorne dran ansetzen. Ja, weil wir ja die Möglichkeit einfach haben. Das Flackern, das nervt mich.
versuchen wir das nochmal ordentlich. Sonnenstraße. Ja, ich werde aber genauso flackern. Ja. Vielleicht muss ich den Ticken wieder hier rüber ziehen. Bei der nicht, bei der ja. Aber diese Teerstraße ist ja deutlich breiter als das, was optisch ist. Genau. Sogenannte im Englischen Hard Shoulder oder Standstreifen. Oder wollen wir die nehmen? Die fährt auch 60, so müsste so. Auch reichen. Ne? Muss reichen. So, und wenn wir dann. Hier oben einmal auffüllen. Und hier. Warte mal. Können wir hier vor ja auch das anders machen? Nein. Ja, sportlich. Ja, sehr interessant. Muss ich ein bisschen wieder alles, alle, die gesamte Trickkiste auspacken, oder? Ja, das ist schon schlimm. Ja, warte mal. Geht aber. Wie ging das denn eben so gut und jetzt nicht mehr? Die Variante war jetzt auch sehr interessant. Ja, ne? Hinten drin. Oh, habe ich eine gute Idee. Was auch, wenn wir jetzt trotzdem einen Baum machen, ist es gar nicht so dramatisch. Die Brücke drüber zaubern. Schade, dass die Brücke jetzt nur so langsam fährt, ne? Was haben wir denn noch zur Auswahl? Die wäre doch genau dafür geeignet. Grüne, ja. Ja, nehmen wir. Gut, und schon kann das Spiel weitergehen. So, das heißt, wir fahren dann von hier aus. Wie bitte? Da können wir uns ja ganz gemütlich mit Serpentine nach oben bewegen. So ungefähr, ja. Nicht am Reisen, bloß nicht. Wenn er Kante leise ist, dann ist er am Konzentrieren. Ja, er muss nur aufpassen, dass er sich nicht auf die Zunge packt. Danke. Danke, danke. Da kommt ein Red rein.
Jetzt wird spannend. Meinst du, wir schaffen das? Oh, echt? Minimal. Also doch, LKW-Transfer. Samson, vielen Dank für dein Follow, für dein Raid, mein Lieber. Was hast du gemacht? Schöne Strecke ab. Ja, warte. Die Graf Zeppelin. Ein Kakao, ein Milchtanker. Ganz viele LKWs. 80. Nach heftigen Turbulenzen wieder zurück in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Dann brauchen wir ihn trotzdem und dann. Reicht's aber noch nicht! Oh, was für eine Veräppelung, ne? Bis hier oben hin reicht es, aber ja. Hier drüben nicht. Also ich würde ja sagen, wir könnten tricksen, indem wir zweites Gebäude rechts nebendran setzen. Könnte man noch machen. Wenn das nichts wird, dann müssen wir hochbauen. Aber ja, das zweite Gebäude alleine bringt ja nichts. Wir brauchen ja diese Straßenplattform, ne? Genau die Dinger brauchen wir. Machen wir gleich nochmal. Weil sonst hat das Ganze keinen Sinn, was wir hier machen. Achso. Dann müssen wir hier in der Mitte noch einen wieder rausnehmen. So, dann bauen wir von hier einmal durch. Trotzdem bauen. Und den wollen wir auch trotzdem bauen. Dann reicht es immer noch nicht. Ärgerlich doch. Bisschen mehr Steigung, bevor wir hochkommen. Voll beladen nach oben fahren. Ey. Immerhin erreichen wir das schon mal, ne? Na gut, wir können aber vorsorglich trotzdem eine kleine Linie mit ein, zwei Fahrzeugen da hochfahren, das rein optisch. Ja, das stimmt. Also ja, sollten wir auf jeden Fall auch machen. Die ja nichts transportieren, die sollen ja nur hübsch aussehen. Kleine Wände haben wir da hinten. Stadt alt, Stadt neu, Land neu, Land alt, Stadt alt. Land neu ist es, glaube ich. Ja, Land neu ist die große. Alt. Was haben wir jetzt? Oh, wir sind bei 30 Minuten mal, ne? Solange rumspielst.
schon. Er muss sowieso den Hafen fordert haben. Ein bisschen anhübschen, oder? Wen muss ich anhübschen? Also die Straße vorm Hafen. Achso, die hier, ja. Solltest du zumindest das ganze ein bisschen mit bearbeiten. So. Kies. Ist das richtige Kies? Nee. Vielleicht ein Tick dunkler oder so. Oder Dreck. Mhm. Das ist auch Kies. Nee, das ist hell. Und. Oh ja, das gebrochene. Ja. Dann machen wir das. Okay, so, das war der eine, das eine Streichteil, das haben wir jetzt hier. Guck mal, haben wir schon die ersten Bohnen. Ersten Böhnchen. So, wer sich jetzt erhofft, dass wir hier auch noch... Oh, guck mal, das ist nicht mal nur Holz. Alter Schwede, hat er sich aber ins Zeug gelegt, ne? Das sind Warenkisten, glaube ich, ne? Zeit ab. So, haben wir hier schon mal unterwegs auf der Linie? Ne, das heißt, das sind die ersten Kakaoböhnchen. Den pinnen wir uns mal hier oben an, packen wir uns mal schön schick weg und gehen dann in der nächsten Folge hier schön nach Sonnenfeld und werden von dort natürlich schon mal zusehen, dass wir die Milch hier rüber kriegen. Was? Nix. Ach so, die Milch. Ich hatte gerade nur ein Live-Interview mit einer Mitarbeiterin vom Bauernhof. Oh nein! Ab. Aber war nicht zu rechnen. Ja, wie war das? Ich rufe dann schon mal bei germanischen Leuten an. Aber sie sind übrigens schon direkt am Anleger, also die können dann direkt runterhüpfen. Ja. Mhm. Verteilt doch mal bitte die Rettungswesten. Die New Kante Logistik Group wird wieder Schiff. Gut, meine Lieben, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir bedanken uns natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Vielleicht habt ihr sogar die eine oder andere Idee mitgenommen. Euch gefällt es scheinbar. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 in der Weihnachtsstaffel hier auf Kante Zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.